Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und heute habe ich für euch das entscheidende Video. Was macht ihr überhaupt mit diesen Skillpunkten, die ihr durch das letzte Video erreicht habt? Ich habe für euch da ein bisschen recherchiert und rausgesucht, euch eine Liste gemacht, wie ihr die Skillpunkte am effektivsten einsetzen könnt. Weil man kann die nicht nur in diesen Porsche, den alten, glaube ich, 911er Porsche da, in den 3 Liter investieren, sondern man kann auch ganz viele andere Dinge damit machen. Und das werde ich euch heute zeigen. Ich fahre hier mit dem neuen Apollo. Der ist jetzt noch für kurze Zeit in der Wochenmission oder Season-Mission zu haben. Gönnt euch den auf jeden Fall. Es sind 3 Rennen. Ich finde den mega geil. Optisch ist mal was anderes, ne? Ein bisschen futurehaft. Fährt sich ganz nett. Vor allem der Auspuff ist auf jeden Fall ein schönes Ding, du. Ne? Ja, was könnt ihr mit euren Skillpunkten machen? Ich habe da ein bisschen geguckt, was kann man damit machen. Es gibt sämtliche Autos, die in den Skillpunkten Geld verbergen, und dafür habe ich dann eine Liste gemacht. Die werde ich auf jeden Fall in die Infobox packen unten. Guckt da unbedingt mal in die Beschreibung rein. Dort sind alle Autos aufgelistet mit den Preisen und wie viele Skillpunkte ihr dafür verwenden müsst, damit ihr euch das nicht ausrechnen müsst und einfach nur gucken müsst, wie viel ihr habt oder wie viel ihr noch habt. Ja, fangen wir auch gleich mal an und suchen uns das erste Auto mal raus. Nimm einfach irgendein random Auto. Das ist der 911er GT3 RS von 2012. Wo habe ich ihn denn? Oh, ich bin wieder blind heute, ne? Da ist er doch. So. Das Geile ist halt, ihr könnt einfach auch die bestehenden Autos, checkt die unbedingt ab, ob ihr die in der Garage habt oder nicht. Weil manchmal habt ihr das Auto zweimal durch ein Wheelspin oder whatever einfach gewonnen oder doppelt gekauft. Und dann könnt ihr immer noch die Skillpunkte verteilen und kriegt umsonst Geld. Ne? Das ist natürlich umso besser. So, wir skillen das hier ganz hoch und kriegen dann halt wieder 300.000 Cash auf die Kralle. Da sagt man doch nicht nein zu, ne? So, wir sehen 300.000 CR dazu bekommen. So, dann suchen wir uns mal das nächste Auto raus. Das könnt ihr, wie gesagt, machen mit den meisten Autos. Guckt einfach in die Videobeschreibung, da stehen alle Autos drin, wie viel die erbringen, quasi, wenn ihr die schon habt. Manche Autos werden ja auch gar nicht gefahren, zum Beispiel, ne? Von euch. So, da ist er. Der müsste das auch wieder haben mit 300.000, glaube ich. Gehen wir auf Automeisterung und skillen das dann einfach wieder hoch. Falls ihr das Auto überhaupt nicht mögt, einfach das Auto aus dem Fuhrpark entfernen. Dann ist es weg, dann habt ihr mehr Platz für andere Autos und dann erspart ihr euch die Arbeit, später das doppelt durchzugucken, falls ihr euch irgendwann nochmal denkt, ja okay, ich brauche wieder Cash, und dann auf einmal ist der wieder da und ihr habt das, die Punkte schon wieder drin. Löscht ihn einfach aus dem Fuhrpark, ganz easy, falls ihr den nicht haben wollt. Ne? Es gibt ja manche Autos, die sind echt hässlich. Für den einen oder anderen. Ne? Der andere mag den natürlich wieder. So, was wir hier natürlich noch haben, ist hier der MGB GT. Ah, den hatte ich noch gar nicht ausgewählt. Guck, das wäre halt zum Beispiel so ein Auto, was ich gar nicht fahren würde. So, da gehen wir hier wieder rein. Ah, siehst du, zweimal. Wahrscheinlich einmal 100.000, einmal 200.000. Ist halt immer unterschiedlich, ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch den Wheelspin unten am Anfang mitnehmen. Da bekommt man natürlich auch, hat man nochmal die Chance, irgendwie ein bisschen Cash nebenbei abzugreifen. Das ist natürlich auch geil. Oder ihr zieht natürlich wieder ein Auto, wo man einen Wheelspin rausholen kann oder wieder Geld. Das ist halt auch eine geile Methode eigentlich. So. Welcher ist denn der nächste? Gehen wir mal hier rauf. So, die bekannteste Methode ist natürlich hier mit dem 911er Turbo 3 Liter. Falls ihr keine Autos von der Liste habt, gönnt euch den einfach neu. Kauft ihr euch
einfach neu den Wagen, geht dafür auf Porsche und sucht euch den 3 Liter raus. Machen wir ihn dann da. So, dann kaufen wir uns den eben mal, der kostet 115.000. Wenn ihr den quasi kauft, dann die Skillpunkte investiert, kriegt ihr 300.000 raus. Das heißt, wir haben 150.000 umsonst gemacht. Und danach könnt ihr das Auto einfach wieder löschen und die ganze Zeit weitermachen. Das ist eigentlich momentan die beste legalste Methode halt, um an Geld zu kommen, weil Glitches ist ja nicht immer das Beste und nicht jeder mag Glitches, deswegen so könnt ihr einfach legal viel Geld machen, wenn ihr nicht unbedingt jeden Tag zockt oder so viel zockt, weil so jeder will ja auch irgendwann mal sein Lieblingsauto fahren. Das kostet natürlich auch ein paar Millionen bei dem einen oder anderen. Da kann nicht jeder einfach mal so ein bisschen Cash erspielen, wenn er berufstätig ist, sondern dann muss es halt so gehen. So, ja, welches Auto nehmen wir denn? Das soll es auch gewesen sein. Ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Video gefallen hat. Checkt auf jeden Fall mal Instagram aus. Ich habe da ein bisschen was am Stissel. Alles in der Videobeschreibung. Guckt unbedingt da rein wegen der Liste. Das ist einfach momentan die beste Methode. Leider gibt es keine Glitches für die Leute, die mich immer anschreiben. Jo, mach mal ein neues Video. Ich kann das Rad halt leider auch nicht neu erfinden. Aber der ein oder andere kennt halt das Video noch nicht und deswegen ist das bestimmt für den einen oder anderen hilfreich. Ich versuche echt ein bisschen am Ball zu bleiben mit den Videos, aber es ist halt echt nicht so leicht momentan für mich, nebenbei da noch ein bisschen Videos zu machen. Ich werde auf das Thema, wie gesagt, nochmal wann anders drauf eingehen. Jetzt ist momentan so eine Situation, wo mir das Genick brechen könnte, wenn ich das jetzt erzählen würde. Wie gesagt, ich würde mich über ein Abo von euch freuen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ein Like auf jeden Fall dalassen, der kostet nichts. Wenn ihr Bock habt, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt, ob euch das Video gefallen hat, ob ihr Bock drauf habt auf mehr Videos oder andere Spiele. Schlagt ruhig mal Spiele vor. Weil ich bin da momentan auch auf der Suche, was geile Spiele sein könnten, die man zusammenzocken könnte, beziehungsweise wo man nette Videos mitmachen könnte. Weil ich bin so jemand, der spielt sehr, sehr viele Spiele durcheinander. Weil es momentan einfach kein Spiel gibt, was mich wirklich fesselt. Ich gucke halt auch immer, was könnte da in der nächsten Zeit rauskommen, aber leider ist dieses Jahr nicht so viel Geiles angekündigt worden. Die letzten Jahre war es einfach tote Hose. Nächstes Jahr soll auf jeden Fall richtig was abgehen, was Spiele angeht. Ich hoffe, es kommt ein neuer Battlefield-Teil raus. Battlefield Bad Company 3 soll ja irgendwie schon ein paar Gerüchte haben, dass es diesen Teil geben wird. Wäre auf jeden Fall ultra heftig, wenn der rauskommen würde. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf ein neues Game. Ja. Habt eine schöne Restwoche. Chillt eure Balls, Digga. Haut die rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.